Zum Teufel. Oh, okay, okay. Schon gut, schon gut. Nur ein Fahrrad. Nur ein Fahrrad, Leute. Nur ein kleines beschissenes Fahrrad von irgendeinem behinderten Kind, das es hier in den Weg gestellt hat. Hallo und herzlich willkommen zu Train. Jawohl, ein neues Horror-Indie-Game mal wieder. Gemacht mit der Unity Engine mal wieder. Also ja, Grafik ist hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch den Vorschlag von einem Abonnenten bekommen, dass ich den machen soll. Ich glaube, Toxonize, soweit ich das sehe. Ja, da hat es mir vor kurzem halt eben vorgeschlagen und ich habe es dann gleich halt hier jetzt aufgenommen. Und ja, wir legen gleich mal los. Ich weiß nicht wirklich viel davon. Ich weiß nur, dass es der Markiplier gemacht hat, den ich ja ganz gerne gucke. Und ja, schauen wir uns das mal an hier. Ich weiß nicht, was mich erwartet, außer dass wir halt in einem Zug unterwegs sind. Ja, das weiß ich. So viel weiß ich, aber mehr weiß ich nicht. Und es ist ein russisches Spiel, Leute. Ja, der Russen haben es gemacht. Ich hoffe, die haben nicht so viel Wodka gesoffen oder so, während sie dieses Game hier gemacht haben. Ja, wir wachen in einem Zug auf und wissen nicht, was los ist. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Das ist sehr komisch. Na gut, ich werde mich versuchen, hier mal ein bisschen zurechtzufinden. Ich schätze mal, da geht's nicht lang, weil da ist... Okay, wir sind also im letzten Waggon, wie es aussieht. Alles klar. Mit E öffnen wir die Türen. Das ist auch sehr schön. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um, was es denn hier so gibt. Ja, Zeitung und so. Also, ja, wie lesen kann ich natürlich nicht. Ich kann nicht Russisch, ich kann Serbisch. Das ist ähnlich wie Russisch, aber ich kann es trotzdem nicht lesen oder verstehen. Ja, ich bin da leider nicht so gut drin. So, ein verlassener Zug. Wohin fährt er denn? Ich weiß nicht, wo er hinfährt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe gar keine Ahnung. Hier sind ein paar leere Flaschen. Alles klar. Na gut, das hier wird auch ein bisschen länger gehen, dieses Spiel, soweit ich weiß. Also da werden jetzt einige Parts kommen. Also ich schätze mal so drei um den Dreh rum. Vielleicht auch sogar nur zwei, je nachdem, wie gut ich bin. Schauen wir mal. Okay, also bisher weiß ich nicht wirklich. Irgendwie wiederholt sich das hier die ganze... Oh, 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 es wackelt. Scheiße, scheiße. Fuck. Was zum Teufel war das jetzt? Warum wackelt dieser Waggon so stark? Das war nicht normal. Das war auf alle Fälle nicht normal. Na gut. Lassen wir uns nicht beirren hier. The doors are blocked by chain. I can break it. If I find something. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach irgendwas finden, damit wir irgendwie dieses blöde Schloss kaputt kriegen. Alles klar, dann schauen wir uns einfach hier die ganzen Abteile oder wie man das hier nennt, die ganzen Sitze hier einfach mal durch. Irgendwo muss es also irgendwas geben, womit ich dann dieses Schloss aufkriege. Warum ist hier überhaupt zu? Ich verstehe das nicht. Kann ich auch eine Flasche nehmen? Nein. Okay, das kann ich wohl nicht. Gut, ich muss irgendwas finden. Bin ich daran vorbeigelaufen? Warte mal, irgendwo muss es da. Ist doch eine Stange, oder? Nee. Wo? Okay. Nein, ich kann also keine Stangen nehmen. Ich kann auch diese Seitentüren hier gar nicht öffnen. Alles klar, okay. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Emergency-Dingsbums da. Ihr wisst schon, was ich meine. So ein Emergency-Dingens hier, was man so einschlagen kann, wo man dann die Fensterscheiben aufkriegt. Ich weiß es nicht. Oh, hier haben wir den... Ah. Wir haben... Ein Lockpick! Sehr schön, mit einem Lockpick kriegen wir das also auf. Gut, dann müssen wir nichts kaputt machen, sondern wir müssen uns dann einfach... Das Schloss knacken, Leute. Machen wir. So, kann man hier auch sprinten? Nein, man kann hier nicht sprinten. Es ist schon ein bisschen strange, muss ich sagen hier. Es ist wirklich sehr strange. So, dann... Yay. Wunderbar. Die Tür geht auf. Sehr schön. Ja, so mag ich das. So mag ich das. Oh, fuck. Jetzt wird's hier neblig. Ach du Scheiße. Creepy. Was zum Teufel? Oh, okay, okay. Schon gut, schon gut. Nur ein Fahrrad. Nur ein Fahrrad, Leute. Nur ein kleines beschissenes Fahrrad von irgendeinem behinderten Kind, das es hier in den Weg gestellt hat. Blöde Kackkinder. Spielzeug. Wer braucht schon Spielzeug? Die gehören zur Arbeit geschickt mit 5 Jahren. Ja? Oh. Ah. Wie cool. Wir sind also nicht nur im Zug. Wir sind auch hier irgendwo... In einem Haus unterwegs, wahrscheinlich irgendeine Erinnerung an früher, kann das sein? Hier sind Kinder. Ich höre Kinder lächeln. Sie spielen. Oh, und da ist das Fahrrad. Das war wohl ein Geschenk. Boah, ist das nicht schön. Wunderbar. Wo ist das kleine Kind? Ich möchte es töten. Nee, natürlich nicht. Kann ich hier irgendwas machen?
Oh, das ist dieser Teddy, Mann. Mit diesen großen fetten Ohren. Wunderbar. Kann ich hier interagieren mit diesem Ding vielleicht? Nein. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ich kann gar nichts machen. Ich kann nur mich umsehen. Das ist natürlich toll. Hier noch ein paar schöne Fotos. Oh ja. Okay. Mehr kann man hier wohl nicht machen. Mehr kann man hier wohl nicht machen. Ne Kackfliege ist dauernd auf meiner Hand, verdammte Scheiße. Sorry. Oh, die Kamera wieder. Okay, wir sind wieder back, Leute. Wir sind wieder hier zurück. Das war also, ja, so eine Art Vision. Vielleicht erinnern wir uns sogar daran, an dieses kleine Kind, das da dieses Bike geschenkt bekommen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen wir das Kind. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. I don't know. Oh, oh. Ich höre Kinderstimmen. Also irgendwas ist hier gewaltig falsch in diesem Zug. Irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Was haben wir denn da? Wieder eine Kiste voll mit Spielzeug. Was hat das hier mit... Ach man, schaut mal die Umgebung draußen. Oh, ein Pony. What the? Ein Spielzeugpferdchen. Oh, shit. Da ist ein Geist. Da ist ein Geist. Hallo? Ah! Boah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Schaut mal, da ist ein Geist. Hallo? Bist du ein Mädchen? Bist du nett, Mädchen? Tust du mir was? Ich hab, oh Mann, schau sie mal, wie es mit dem Kopf macht. Ich habe einen Lolli für dich. Ich habe einen Lolli für dich in meiner Hose. Oh. Ich glaube, ich sag da lieber nichts Perverses zu diesem kleinen Geist. Scheiße. Tu mir nichts. Bist du cool? Bist du cool? Tu mir nichts, lass mich. Oh. Oh. Okay, okay. Du tust mir also doch was, wie es aussieht. Hätte ich da vielleicht weglaufen sollen? Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle, da ist... Okay, jetzt bin ich wieder da. Und sie steht schon wieder hier. Muss ich da irgendwas geben? Muss ich da irgendwie über den Kopf hauen? Oder was ist los mit dir, du scheiß Kind, du, hä? Was ist los mit dir? Jetzt machst du mir keine Angst mehr. Oh Mann, aber das ist schon ein bisschen eine gruselige Gestalt hier. Was muss ich denn tun? Wow, 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 hey, hey, cool. Bleib cool. Bleib cool, Kleiner. Die hatten so Zuckungen so ab und zu so. Was ist denn los mit dir? Okay, also ich komme da nicht vorbei. Ich komme an dieses Kind nicht vorbei. Muss ich dir vielleicht irgendwas geben? Willst du irgendwas, Kleine? Willst du ein Teddy? Willst du ein Teddy? Du Kackgeist? Nee, ich glaube nicht, dass ich ein Teddy bin. Muss ich vielleicht hier doch wieder hier zurücklaufen? Kann das sein? Geh wieder ganz zurück? Nee, ich glaube nicht, dass ich wieder ganz zurück muss. Das würde doch keinen Sinn machen, oder vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Oh. Ich kann diesen Ball hier nehmen. Warte, das haue ich dir jetzt in die Fresse. So. Mädchen, ich habe einen Ball für dich. Ich komme. So, ich hoffe, dass sie ihn empfangen kann. Vielleicht will sie ja auch nur spielen. Kann doch sein. Geister wollen doch auch nur spielen. Die ist einsam und allein. So, ich habe einen Ball für dich, Kleine. Wehe, du spielst nicht damit, dann bin ich böse. Ah, hier. Oh. Ja, wirf ihn. Hier, Ball, bitte, nimm. Du wirst nicht... Oh, wow, 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 chill. Chill, Kleine. Okay, sie will mit dem Ball spielen. Ich habe das Richtige gemacht. Oh Mann, das sieht so scheiße aus. Ich habe gerade irgendwie so einen kleinen Rücken. Schau, oh, jetzt ist sie weg. Ah, also, das ist nicht nett. Also, dass es hier Geister gibt, das ist ein Geisterzug oder was? Holy, oh, ja, 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 scheiße. Habt ihr das gesehen? Da laufen Kinder. Oh, schaut mal, da laufen Geister rum. Ist dieser Zug vielleicht verunglückt und da waren ein Haufen Kinder? Should, oh, oh, should, was, should you stay away from them? Ja, ja, das ist nicht perfektes Englisch, aber ich muss denen aus dem Weg gehen. Wow, 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 okay, okay. Ich sollte also mich nicht mit diesen Geistern hier abgeben. Nein, ich gebe euch nicht mit euch ab. Ich lenne hier einfach durch. Jawohl. Geht doch, geht doch. Geht doch alles hier. Wunderbar, wunderbar. I better lock the doors with something from inside. From the inside. Wieso soll ich denn die Türen zumachen? Tut mir doch nichts. Obwohl, das eine Mädchen war ganz böse. Das war echt böse, das Mädchen. Das war echt heftig. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah. Yeah. Bin ich jetzt wieder am Boden, oder was?
Was wollt ihr denn von mir? Something from the inside. Ja, ja, ja. Ich will ja, aber wie? Ich will, muss das hier zumachen, aber wie denn? Sobald ich darüber gehe, geht da nichts mehr. Ich brauche hier also irgendwas, um diese fucking Türen zuzumachen, aber wo? Heute zieht Ghost, ihr Scheißgeister. Oh, schaut mal, wie schön draußen. Oh, ein Haus. Naja, nicht mehr so schön eigentlich. Okay, okay. Wie locke ich denn das? Wie mache ich das zu? With something from the inside. Muss ich hier... Nein, ich kann das nicht. Und sobald ich hier weitergehe... Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwo was. Ah, ein Buch. Nein, vielleicht kann ich hier noch was aufmachen. Hier sehe ich einen Schrank. Nein, da ist gar nichts. Okay. Diese Tür hier, kriege ich die auf? Nein, kriege ich nicht auf. Ich muss erst nämlich diese scheiß Tür da drüben zumachen. Aber womit denn zumachen? Was ist denn das für einer? Hallo? Bist denn du? Das sieht scheiße aus. Wo bist denn du? Ding, was ich brauche, um das zuzumachen? Ich weiß es nicht, Leute. Wie kriege ich denn den Scheiß zu? Hier kann man lesen. Ich will lesen. Ah, warte. Ah, man kann seine Augen schließen. Guck mal. Aha, sehr schön. Ja, das hilft mir auch nicht, die Tür zu kriegen. Das hilft mir ganz und gar nicht, die Tür zu kriegen. Na gut, das hier kann ich nehmen. Aber wie kriege ich diese scheiß Tür zu, Leute? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß es wirklich nicht. From something from the inside. Okay, das ist ja... Ja, wie ihr seht, ich mag solche Spiele nicht, ja, wo ich irgendwie... lange suchen muss und überlegen muss, wo, wie, was geht. Ich habe jetzt eh schon alles eigentlich abgeklappert hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich denn dieses blöde Ding zumachen soll. Ich habe no clue, Mann. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das eigentlich wieder für eine? Okay. Kann die Gitarre nicht nehmen. Die Kamera legt mich auch auf hier. Und die Scheißfliege auch. Verdammte Scheiße. Alles läuft schief. Alles läuft schief hier. Nichts funktioniert wie soll. Und wie kriege ich jetzt da zum Teufel nochmal die verdammte Scheißtür zu? Mit was denn? Hier kann man ja auch nichts aufmachen oder so. Ich kann hier gar nichts. Ich kann null. Ich habe nichts. Kein Inventar. Ich habe kein gar nichts. Ich habe nichts. Null. Meine Fresse. Wieso sind da eigentlich 2x? Schaut mal, da sind 2x auf dem Tisch. Ja, toll. Ich kann die Bücher öffnen, aber ich kann nicht lesen. Ja, macht ja auch sehr viel Sinn. Das macht wirklich sehr viel Sinn. Okay, Gitarre spielen können wir auch. Das macht auch viel Sinn. Na gut. Ich weiß nicht. Ich werfe jetzt da mal das Buch darüber. So, hier Jungs. Spielt damit. Habt ihr was zum Lesen, ihr Kackgeister? Hier, bitte. Ne, kann ich ja gar nicht. Ah. Ich kann doch nicht umsonst dieses Buch hier nehmen, oder? Da ist eine Axt. Kann ich die nehmen? Nö, natürlich kann ich keine Axt nehmen. Super. Habe ich hier vielleicht irgendwo noch irgendwas, was ich nehmen kann? Nee. Vielleicht gibt es ja hier was bei denen, aber... Nein, geh weg. Wieso kann ich eigentlich blinzeln überhaupt? Ich weiß es nicht, wieso ich blinzeln kann. I don't know, I don't have a fucking clue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll, Leute. Was ist hier los? Naja. Sollte ich mir das wo anschauen, wie das funktioniert? Nee, das wäre doch viel zu blöd, weil dann würde ich es ja nicht selber rausfinden. Better lock the doors. The doors with something from the inside. Mit etwas von den Inneren. Das macht überhaupt keinen Sinn, Leute, was hier überhaupt dasteht. Macht hier gar keinen Sinn. Außerdem weiß ich gar nicht, wie meine... Wartet mal, Settings... Ne, gut. Außerdem weiß ich ja nicht mal, wie man hier irgendwas betätigt oder benutzt. Obwohl eigentlich doch mit E oder mit rechter Maustaste, bin mir nicht ganz sicher. Aha. Ja, ich kann das nicht zumachen. Hier ist es offen. Na gut. Verpasse ich hier irgendwo was? Weil es so dunkel ist, kann das sein? Nein.
Ich verpasse hier gar nichts. Hier ist einfach nichts. Hier ist einfach nichts, Leute. Naja. Gut, dann ist da halt nichts. Ich klick mich hier schon zu Tode und guck hier die ganze Zeit. Aber ja, das hier ist ein bisschen offen, aber nicht ganz offen. Nee. Wahrscheinlich ist es so simpel und ich sehe es nicht einfach. Wahrscheinlich ist es extrem simpel und ich sehe es einfach nur nicht. Würde mich nicht wundern bei mir. Better lock the doors. Ja, dann mach doch. Was ist denn das hier? Keine Ahnung, was es ist. Nein. Lock the fucking door, Mann! Krieg ich dazu? Mach zu! Mach zu, ich drücke eh schon alles! Zum Teufel, ist hier los? Und hier spielen die ganzen Kinder rum. Irgendwie gar nicht mal so bedrohlich. Naja, gut, Leute. Ich werde mal sagen, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielleicht weiß ich bis dann, was ich hier tun muss. Haut rein. Abonnieren, kommentieren, liken. Sonst holt dich der Teufel.